Moin Moin und herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht um den Indienpanzer. Das ist so ein bisschen ein Medium, der von vielen zwar gemocht wird, aber andere davon sagen, sie kämen halt gar nicht klar mit diesem Ding. Von daher stelle ich heute den Indienpanzer vor und zeige euch, dass ich diese Karre mag. Warum, dass ich ihn mag, das kann ich euch gleich zeigen, aber davor geht es doch hier direkt mal zum Stammbaum. Und zwar liegt er auf dem Weg zum Leopard 1, obwohl er mit dem Leopard 1 eigentlich wenig zu tun hat, bis auf doch eine ähnlich genaue Kanone. Nicht genauso genau, aber sie fühlt sich ähnlich genau an. Geht dann wieder über den Panzer 4D und dann den Leopard 1 oder, nee, nix oder, über den Leopard 1. Der Leopard 1 hat nichts mit dem Indien zu tun, der VK-3001D hat aber damit ordentlich was zu tun, denn dieser ist eigentlich ähnlich gebaut, hat auch so ein bisschen trollige Wanne, trolligen Turm. Danach geht es weiter zum VK3002D, der ähnlich ist wie der VK3001D, aber auch der ist nochmal anders gebaut wie der Indien, lässt sich aber sehr, sehr ähnlich spielen. Danach kommt halt der PTA, das Video kam gestern oder vorgestern raus oder vielleicht schon vor einer Woche. Und dann zum Leopard 1. Der Leopard PTA wie der Leopard 1 ähneln hier dem Indien weder vom Aussehen noch vom Spielstil. Das ist wichtig zu sagen, dass man die Karren anders spielt. Wenn wir uns das Zubehör angucken, dann spiele ich die Karre tatsächlich, weil sie übrigens einen sehr, sehr guten Pen hat von Haus, spiele ich ihn nochmal mit dem Ansetzer. Und das bedeutet, wir haben danach fast 2400 dpm, das ist übrigens sehr, sehr gut für Stufe 8, also das ist der obere Grenzwert und eine Reload-Zeit von 5,6 Sekunden für 225 Schaden, was auch so ein Mittelwert ist. Nur die Russen haben dann mehr, aber eigentlich so 220, 225 ist so der Mittelwert auf Stufe 8. Dann spiele ich hier übrigens wieder mit Überladung, weil wir eine APC als Zweitmunition haben und die Einzielzeit ist eben nicht die allergeilste hier. Man könnte sich überlegen, ob man hier noch mit dem Waffenrichterantrieb spielen will, dann hat man 3,4 Sekunden, aber ich würde ihn gerne mit der Überladung spielen, weil er eine gute Gun hat und über Distanz möchte ich das auch noch kompensieren können. Dann wieder Verteidigungssystem, weil wie bei allen deutschen Fahrzeugen, die Module, die erwischt halt ab und zu, Optik, weil ich bin im Medium, ich bin übrigens schnell genug, 50 km/h, um alle Positionen zu erreichen. Dann wieder die Strukturpunkte, nochmal 80 Stück drauf. Die Steuerung, der Indien ist wie der Centurion nicht besonders der schnellste, wenn es ums Drehen geht, deswegen möchte ich die Drehgeschwindigkeit hier noch ein bisschen anpassen und dann Werkzeugkiste wie auch Verbrauchsmaterial. Wenn es um die Munition geht, dann ist es wie folgt. Ich nehme hier, weil ich halt Ansetzer nehme, statt dem Penetrationsboost, genug APCR mit, 20 Stück. Der hat genug Munition an Bord, 36 AP, damit kann man unheimlich gut arbeiten. Und danach noch die obligatorischen 5 HE, denn das reicht auch, um eine Ruhe zu beschießen und Seiten eine Ruhe, wie auch ein Rheinmetall, ein BT auf Stufe 9, ein Spick auf Stufe 7 und. Dann geht es hier zurück zum Proviant. Das hier ist eigentlich Standardausrüstung, Schokoladenriegel, verbesserte Treibstoff und danach noch Schokolade. Beim Verbrauchsmaterial verzichte ich auf den Turbo, nehme hier einen zweiten Repair Kit und das ist hier, glaube ich, das erste Mal, dass ich sage, man könnte es überlegen, einen Motorboost mitzunehmen, weil die Karre so im Anzug so ein bisschen träge ist, fühlt sich zumindest so an. Ja, was gibt es zur Karre zu sagen? Einiges. Wir haben hier, ich rede wieder vom Top-Status, eine wunderbare Kanone, die wirklich gut DPM hat, also 2400, ich wiederhole es nochmal, ist sehr stark. Dann haben wir einen Turm, der leider nur 90mm Panzerung auf Papier hat und eine Wanne, die nur 90mm auf Papier hat. Ich sage auf Papier, weil der Turm sehr trollig ist. Er ist klein und es gibt durchaus Bouncer am Turm, jedoch kann man euch tatsächlich doch auch penetrieren. Das ist völlig klar, bei der Wanne das Gleiche. Wenn man lang genug Zeit hat zum Einaimen, wird man auch da durchkommen. Allerdings gibt es auch hier die magischen Bouncer. Man kann also durchaus über einen Turm spielen, vielleicht kann ich euch das danach in den 3 Runden zeigen. Sichtweite ist hier völlig normal, 12% Trefferwahrscheinlichkeit ist eher unterer Durchschnitt. Der hat von der Tarnung her hat einen gleich guten Wert wie alle anderen Mediums. Die Mediums auf Stufe 8 unterscheiden sich kaum, der liegt absolut im Mittelpunkt, weder gut noch schlecht. Dann kommen wir zur Durchschlagskraft, 212 auf Standard, AP ist sehr, sehr stark, trotz Ansetzer. Wir können das Ganze auch auf 230 hochmachen mit dem Penboost. Wer so Mühe hat mit dem Penetrieren, unbedingt auf Penboost setzen. Auf der APC haben wir danach fast 260, das ist sehr, sehr gut. Das reicht für fast alle 8er wie fast alle 9er. Und auf der HE dann nur
Das heißt, nur 45 reicht halt für die üblichen Stellen, ist aber keine HE-Maschine, das ist auch völlig klar. Der mittlere Schaden bei 225 ist halt problematisch, weil man dadurch dann oft pieken muss. Mittelwert von Alpha aber trotzdem tief, das haben so die 8er Mediums oder viele 8er Mediums haben das. Die Einziehzeit von 3,7 Sekunden ist eher lang für einen Indienpanzer, dafür hat er nur 0,308 Streuung und das ist gegenüber wieder genau. Dann 10 Grad Gun Depression, wunderbar, mehr geht nicht und 20 Grad geht das in die Höhe, das ist auch Topwert bei den Stufe 8 Panzer Premiums, wie auch nicht Premiums. Wenn es um die Mobilität geht, dieser Panzer kann bis zu 50 km/h erreichen, ist aber zu Beginn so ein bisschen träge. Auch der Rückwärtsgang macht bis zu 20 km/h, das heißt aus der Stellung heraus sind wir jedes Mal wieder ganz, ganz schnell raus. Also, wir wiederholen nochmal, eine schöne DPM-Maschine mit einigermaßen einem guten Turm, der Bouncy ist, die Wanne ist trollig, mit einer guten Gun und eigentlich einer guten Höchstgeschwindigkeit. Und was man damit alles so machen kann, versuche ich jetzt in 3 Gefechten zu zeigen. Zu Beginn, der Indienpanzer, ganz sicher ein ganz normaler 8er Premium. Ich fahre alle Medium-Positionen, Medium-Positionen an. Ich versuche immer zu spotten für mein Team. Ich bin ein Panzer, der an der Front gehört, das heißt, außer es wird dann sehr, sehr heikel. Dann 1380 Hitpoints ist kein schlechter Wert, aber auch nicht ein besonders guter. Dieser Panzer, wie ihr schon seht, hat seine Ecken und Kanten, entspricht aber eigentlich einem Durchschnitt. So, 50 km/h sind erreicht, aber bis man auf die 50 km/h kommt, ist das so ein bisschen, ja, ein träger Vorgang. Jetzt versuchen wir natürlich über die 10 Grad Gun Depression zu arbeiten, nur den Turm rausgucken lassen. Der Turm ist übrigens nicht besonders groß, das ist ein Vorteil. Nee, da kommt erstmal nichts. Denn wenn ihr immer nur piekt, das war keine gute Idee, Nomad. Darfst aber ultra gerne nochmal versuchen, wenn du möchtest. Ich stelle die Karre so ein bisschen schräg an, damit ich mit der Gun Depression tiefer runterkomme. Mache ich öfters für Leute, die meine Streams des Öfteren gucken. Liegt einfach daran, dass ich dann mit der Kanone nochmal ein Stückchen das Gefühl habe, ich käme weiter nach unten. So. Der Nomad hier vorne, ich würde ihn eigentlich gerne rushen, weiß aber nicht so recht, was dahinter ist. Jetzt sind wir gespottet, müssen aufpassen. Da ist ein T49. Vorsicht ist angesagt. Komm, der erste Schuss sitzt. Übrigens kann man damit wunderbar aus der Hüfte spammen. Der zweite Schuss sitzt, der ist raus. Gehen wir zum Kollegen T49. Komm, komm, komm. Zack, gib ihm nochmal. Und ihr merkt schon mal, aha, der Indien hat also durchaus eine gute Kanone. Und davon lebt der Indien auch so ein bisschen. Ist auch so typisch für deutsche Fahrzeuge. Nicht alle, aber viele haben durchaus genaue Kanonen im Vergleich. Und hier muss ich aufpassen, wenn ich über offene Fläche fahre. Da hinten haben wir einen Jagdtiger. Da habe ich keine Probleme, den zu penetrieren. Untere Frontplatte geht eigentlich gut. Adrenalin rein und gib ihm. Komm, Schatzi, stehen bleiben. Mhm, so viel zu genaue Kanone. Immer wenn man was vorzeigen will, klappt's nie. Ja, nee, besonders böse haben wir sie leider nicht erwischt. Der muss durchgehen. Der dreht sich eh weiter. Und normalerweise sitzen die Schüsse. Ihr merkt von der Fluggeschwindigkeit, das ist eigentlich eine schnelle AP. Aber fühlt sich trotzdem langsam an. Deswegen habe ich die Überladung drin. Und da können wir auch schon weiter. Es sind nur noch 4 Gegner. Ein Charioteer, der muss ich aufpassen, wenn der ein guter Spieler ist. Kann er mir wehtun. Vor ihm war auch noch einer. Die beiden sind eh gesplittet. Kann da über die Mitte versuchen zu arbeiten. Da haben wir einen Kernevan. Komm, schön einziehen lassen. Ihr merkt, und das ist auch warum, dass ich sage, man könnte in Betracht ziehen, noch weiterhin für die Aim-Hilfe was zu tun, weil die Einziehzeit halt von 3,7 Sekunden sich lange anfühlt. Er hat eine sehr, sehr gute Kanone. Kernevan hat aber so ein ähnliches Problem wie der Indien, denn sein Alpha-Schaden ist halt nur begrenzt gut. Hat aber Backup, der Kollege. Deswegen wollen wir da gar nicht mehr groß fuchten. Nee, der hat kein Backup mehr. Sein Backup ist darüber. Und da können wir ran. Ich weiß, dass er eine gute DPM hat. Ich weiß aber, dass ich selber auch eine gute DPM habe. Von daher, komm, machen hier nochmal Turbo rein. Versuchen hier, die Schüsse zu setzen, wo der Schuss hin ist. Ja, das weiß niemand so recht. Und grundsätzlich kann ich DPM-Battles eingehen. Das hier ist aber auch gerade ein 8er Top-Heavy mit Top-DPM. Also, gegen 7er Mediums müsst ihr teilweise echt auch aufpassen, weil die haben echt böse DPM.
Komm. Den Schuss ein bisschen länger einziehen. Und da merken wir, ja, es geht. Ganz normaler Medium, über einen Turmanfang zu spielen. Und ich kann persönlich ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum. Also ich kenne viele Spieler, die sagen, der Indian ist absolut klasse. Ich kenne aber auch andere Spieler, die sagen, irgendwie bin ich mit der Karre nicht so zurechtgekommen. Kann mir aber nicht erklären, an was das liegen könnte. Natürlich ist es ein bisschen an Mobilität, aber wenn der in die Gänge kommt, geht's eigentlich. Die Gun hat halt nicht einen besonders hohen Alpha, auch das könnte ein Problem sein. Von daher gibt schon Gründe, aber das kann man irgendwie doch alles dann kompensieren. SC1 im Gegnerteam muss ich aufpassen, ihr habt gemerkt, ich brauche APCR dafür, T54 E1 ist kein Problem, der 1390, den kann ich aus DPM, eine IS-3 kann ich frontal ziemlich gut pennen, eine ISU tut halt bei jedem Panzer weh, T34-2 kann ich auch aus DPM und der VK 100-01P, ja den halte ich auf Distanz und versuche dem jeweils in die Weak Spots zu schießen. Wenn mein Team jetzt mitkommen würde, was sie auch tun, das ist wunderbar, können wir so machen. Oh, T54 E1 muss ich aufpassen und AMX 1390. Einzeln kann ich die gut aus DPM, das ist nicht das Problem. Aber wenn der mich zum Beispiel YOLOn will, dann habe ich ein Problem. Weil der hat ja dreimal direkt einen ultraschnellen Clip. Und von der Seite muss ich auch aufpassen, dass ich nicht erwischt werde. Ja, früher oder später kommt er halt raus. So. Können wir gucken, ob der an meinen Turm bounced. Nein, bounced nicht, aber er ist halt sehr, sehr klein. Klar, dass das im Video nie funktioniert. Ist einfach so. Aber auch hier gibt es diese Lucky Bouncer. Trotzdem kein Bunker. Der Kollege will es auch wissen. Ja. Und das wäre jetzt mit jedem Panzer passiert. Da haben wir den ersten Bouncer. Da haben wir den zweiten Bouncer am Turm. Und den dritten haut er mir leider rein. Jetzt muss ich gucken, dass ich rankomme. Und ja, wenn die halt YOLOn. Dann war es das, aber RAM sollte man mit einem leichten Fahrzeug einen Medium trotzdem nicht oder einen Indian nicht. Ich habe das Möglichste versucht. Ich habe einmal vom Clip Reload 2 von 3 Schüssen gebounced, das war völlig in Ordnung. Wurde halt rausgejolet, da kann ich wenig machen. Einzel hätte ich die beiden gekriegt, aber ich glaube, da hätten andere Panzer auch nicht geholfen gerade. Und somit sollte ich eigentlich doch mit 1100 Schaden waren es, glaube ich, in kurzer Zeit, was ja auch wieder beweist, ja gut, die Karre, die hat DPM, das kann man brauchen, sollte ich ja eigentlich auch was fürs Team gemacht haben, beziehungsweise für meine eigene Statistik. Kann man für beides sehen. So, IMX CTC macht hier seinen Job gut, zirkelt jetzt hier eine ISU. Weil das Live-Aufnahmen sind, kann ich die halt nicht zurechtschneiden, aber das ermöglicht mir dann mit meiner Zeit, die ich habe, doch einzelne Videos zu schneiden. Was schwierig ist beim Indien, muss man sicherlich sagen, der Panzer davor ist halt ähnlich. Aber der Panzer danach ist halt total was anderes. Das heißt, die Leute, die zum Leopard 1 über ein Indien gehen, haben eigentlich weniger Übungsfeld, um das halt zu trainieren. Man muss aber dazu sagen, dass sehr viele Leute den Leopard 1 wollen, aber das dann über die Ruhe machen oder über den Spick oder im Leopard PTA, was man auch bei dieser Linie macht. Aber das kann ich schon verstehen, dass der Indian danach im Vergleich sehr, sehr wenig gespielt wird und absolut durchschnittlich gespielt wird. Entschuldigung. So, 2252, stimmt, da kam noch Rahmschaden dazu. Völlig in Ordnung, gute Runde, obwohl ich an der Außenflanke war, als Medium gearbeitet habe, über den Turm habe versucht zu arbeiten und das hat sogar gegen Neuner geklappt. Jetzt bin ich gespannt, was uns die dritte Runde hier noch erwartet. Wieder gegen Achter. IS-3 Defender kann ich trotzdem penetrieren, selbst auf AP, trotz Ansetzer. Experimental muss ich auf APCR wechseln. Super Pershing muss man wissen, wo man hinschießt. Challenger, Helsing, Tiger P und Type 62 sollten eigentlich kein Problem sein. Nur muss man dazu sagen, dass das Gegnerteam unheimlich stark aufgestellt ist. Defender, Experimental, Super Pershing, noch ein Challenger und Helsing dazu. Dann noch ein Tiger P und noch ein Type 62. Das ist sehr, sehr böse. So, von daher wollen wir uns hier direkt wieder drehen. Alleine habe ich gar keinen Bock auf die alle. Wobei, hier käme noch eine ISU. Ob der mich supporten kann, ist so eine Frage. Ich versuche hier nochmal über den Turm zu spielen. Ich muss ja spotten. Oder ich sollte zumindest spotten. Müssen muss man gar nichts. Zack. Den muss ich aufpassen vom Type 62. Weil, wenn der auf Heat schaltet, hat er 250 Pen. Genau das habe ich gemeint. Aber der Helsing hat den schon einen guten gefressen. Jo, da ist der nächste Bouncer. Diesmal hat das nicht mit Heat versucht. Da zurück darf ich halt auch nicht.
Er sieht halt nur ganz wenig von meinem Turm und ihr merkt, dass die Leute wirklich des Öfteren halt gerne daneben schießen, weil es nicht einfach ist, den Turm zu treffen. Aber es gibt dann so Kollegen, die kennen halt gar nichts. Das sieht nicht gut aus für mich. YOLO for the win. DPM an Mann bringen. Nehme hier noch ein leichtes Ziel, was ich safe penetrieren kann, ohne zu aimen. Lass mich noch ein bisschen leben. Ich brauche noch Schaden. Das war's. Liegt das jetzt am Panzer? Nein, das liegt hundertprozentig nicht am Panzer. Was war jetzt der Fehler? Ja, Gegnerteam ist gejolot, das war aber nicht der Fehler. Ich stand einfach da vorne alleine und leider haben wir schon sehr, sehr wenige Panzer. Das ist tatsächlich ein Problem. Ich werde aber mit dem Medium-Panzer trotzdem 3-4 Schüsse ausgeteilt haben, 800, vielleicht auch 1000, wenn es hochkommt, Schaden gemacht haben. Und das ist eigentlich das Schöne am Indien, denn durch das, weil ja die Stufe 8er Mediums wirklich wenig DPM haben im Schnitt und wenn sie krasse DPM haben, halt einen sehr tiefen Alpha, kann ich das noch ein bisschen kompensieren. So, aber dieses Gefecht ist absolut verloren. Hätte man fast denken können, Setup vom Gegnerteam hat wirklich sehr, sehr geil aufgestellt. Alle Panzer, die beim Gegnerteam sind, kann man alle richtig gut gebrauchen. Bei uns ist es auch so, wir haben zwar noch eine Ru und eine Su 152, 122, die Dinger musst du aber beherrschen. Dann werden sie richtig gut. Eine Ru ist erst dann richtig stark, wenn man sie beherrschen kann. Jetzt kommt so die Frage, ja, Ru oder Indien? Zwei absolut verschiedene Panzer und dazu muss man einfach schlichtweg sagen, Ru ist pure Liebe, wenn man sie kann. Also wenn man die HE kennt, wenn man genau die Position kennt, wenn man fehlerfrei oder oft fehlerfrei spielen kann, dann ist eine Ru natürlich eine richtig krasse Wahl und zu empfehlen. Wenn aber man ein absoluter Durchschnittsspieler ist, nicht der Oberburner, dann sollte man ganz normal über ein Indien gehen. Das ist meine Empfehlung. Man sieht ganz, ganz viele Spieler, die in einer Ru leider wirklich dann massiv versagen. Ist leider so, weil er deutlich schwieriger zu spielen ist. Im Endeffekt aber beide Panzer absolut liebenswürdig und beide muss man sich holen. So würde ich es zumindest machen. Und, ja, ich habe beide Panzer und bin damit absolut glücklich. Trotzdem fahre ich halt die Ru lieber, weil sie schneller ist und so weiter und so fort. So, warten wir hier noch ab. Also, nee, 951 Schaden waren es nochmal. Für mein Team jetzt tatsächlich schon Mittelstand. Der erste hat auch nicht besonders viel geschossen. Das Gegnerteam hat richtig Gas gegeben. Wir könnten tatsächlich noch eine Runde anfügen. Komm, das machen wir, weil die letzte Runde war wirklich fehlerbasiert auf meine Fehler. Und hier ist noch eine gute Option. Jetzt haben wir nochmal Minen und zwar gegen Neuner. Da sehen wir noch ein bisschen die Gun mit ihrem Penetrationswert, was sie tatsächlich leisten kann. Also, hier werde ich auch ganz normal in die Mitte fahren. Ich versuche auch hier wieder ein bisschen über den Turm zu spielen. Man kann den Indien tatsächlich auch dazu verwenden, ständig nur Flanken zu fahren und nie anderen Panzer zu begegnen. Damit verfehlst du aber eigentlich den Sinn eines Mediums in diesem Spiel, doch für das Team spotten zu können. Jetzt kommt natürlich die Frage, sollte man fürs Team immer spotten? Naja, das Team wird nicht immer draufschießen, wenn du spottest. Wenn du aber nicht spottest, dann können sie auf nichts schießen. Hier sieht man das Ganze, wenn es kaum geht, so ein bisschen nach oben. Deswegen habe ich gesagt, eine Option, den Turbo mitzunehmen, ist das Ding wirklich so ein bisschen träge. Das ist leider beim Indien so. Dann warten wir ab. Komm. Kommt da was hoch? Ja, nein, vielleicht. Hopp, hopp. Ist auch so eine Sache. Na, da kommt einer. So. Also. APCR muss ich nehmen beim Experimental. Das ist einfach viel, viel sicherer. Durch den Turm selber. Wow. Das ist übrigens eine IS-8. Habe ich auch nochmal APCR genommen. Die stand einfach gerade perfekt für eine IS-8, weil sie aufgebockt war. Dem Kollegen braucht es eigentlich keine. Dass der Kollege bei uns am Turm durchkommt, das ist kein Geheimnis. Dass es mit jedem Schuss schafft, dann wieder eher was anderes. Der müsste eigentlich im Reload sein. Nee, mir ist das persönlich zu heiß. Mir ist es ehrlich zu heiß. Hier, ich muss weg. Weil minus eine IS-6 und außenrum kommen auch schon zwei. Aber ein Panther 2. Das ist ein bisschen ein Problem vom Alpha. Aber ich versuche jetzt den WZ so ein bisschen zu trollen. Oder versuche zumindest mein Team dazu zu animieren, dass die vorbeikommen. Die leider nicht tun. Aber ihr merkt, wenn man dann die Option hat, so ein bisschen frei zu schießen, geht es eigentlich. Er darf halt nicht auf mich schießen. Aber ich sehe vorne keine Option mehr. Der schießt ja mal. Glaube ich aber nicht.
Der will halt nicht schießen, geht in Cap zurück. Aber Spotting fürs Team, da sind wir wieder beim Thema. Da hat jemand geholfen und die Außenflanke ist geklärt. Auch wenn mich das jetzt massiv Hitpoints gekostet hat, geht völlig in Ordnung. Jetzt müssen wir noch wissen, ja. Da muss ich aufpassen. Aber auch den können wir rausnehmen. Komm, schieß. Sehr schön. Boah, dann kann ich dich bearbeiten. Wusste nicht, dass der Experimental jetzt komplett die Seite gewechselt hat. Ich habe da jemand von R. Er wird auch durchkommen. Also wenn sie einmal auf offene Fläche erwischen, ist die Sache eigentlich gelaufen. Komm noch mal in den Turm. Aus der Fahrt hat er wirklich eine gute... Was will ich sagen? Was will ich eigentlich sagen? Aus der Fahrt hat er eine gute Präzision, würde ich gerne sagen. Aber ich darf es nicht, weil Wargaming hört alles. So, müssen wir mal versuchen, die rauszunehmen. Das macht unser Team wirklich gut. Dank an Rheinmetall, dank an T95. Der Experimental will hier noch einen Schuss setzen, wird aber hier schwer getroffen. Da können sie HE laden und dem Kollegen 2-3 um die Ohren scheppern. Mal gucken, ob sie das schaffen. Ich glaube eher nein. So, jetzt haben wir ein Problem, weil seitlich haben wir einen Experimental, der jetzt endlich One-Shot ist. So, das könnte jetzt eigentlich der Befreiungsschlag werden. Aber er macht einen massiven Fehler. Objekt muss ich ausspotten. Gut, da lade ich eine APC her. Und ziehe mich zurück. Der hat Adrenalin rein. Gib ihm. Dann noch eine APC her, weil dieser Schuss muss unbedingt sitzen. Komm her, Kollege. Das ist wunderbar. Grüße gehen raus an die TDs da im Hintergrund. War mal wirklich ein schönes Gameplay, mal zu sehen, dass die Jungs einem ordentlich helfen können. Somit hat der Indien zusammen mit ein paar anderen gesorgt, dass hier die Außenflanke ordentlich aufgeräumt wurde. Ne? Wenn es vorne nicht geht, versucht man hinten. Nicht auf alle Lebenslagen zu beziehen, aber in diesem Spiel schon. Haben wir nochmal Glück gehabt? Der wird mich jetzt jagen. Haben wir tatsächlich ein Problem. Für welche Seite entscheidet er sich? Für diese? Kann ich da rumfahren, bis mein Team kommt? Aber... er ist halt ein bisschen zügiger, wie ich leider. Komm, der darf es einmal versuchen. Komm doch um die Ecke, Schatzi. Naja. Naja. Aber nochmal 2700 Schaden geschossen. Nochmal einen Schuss gesetzt und das ist wichtig. Und da hat so ein bisschen gezeigt, dass der Indienpanzer eigentlich nichts Besonderes ist. Aber durchaus ein wertvoller, ein guter Durchschnitt. Gucken wir uns noch schnell mal die Auswertung an. Das waren 2700 Schaden und eine 2. Leider nur 663 gespottet, aber eigentlich dafür gesorgt. Der Kollege hier, Rheinmetall von R1SK, der kriegt hier zack 1 und der T95 auch, weil diese Jungs haben mir ordentlich geholfen. Und auch der Foch, weil der hat auch Schaden geschossen. So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Lasst einen Daumen hoch da, schreibt mir eure Meinung über den Indien, ob ihr mögt. Und wenn ihr ihn nicht mögt, dann schreibt mir doch bitte, warum. Ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abends, Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.